Es war 1989, als in Deutschland die Mauer fiel. Und da kam ich als Trainee des Goethe-Instituts, also ich war noch in einer Art Ausbildung, nach Bombay. Und war vorher auch nie außerhalb Europas. Ich war damals noch ein junger Akademiker, der 10 Jahre an der Universität war und Philosophie studiert hatte, was ja bekanntlich eine eher einsame Tätigkeit ist, und war eigentlich bis auf Polen jemand, der sehr ernsthaft sich mit Büchern und mit Schreiben beschäftigt hat und weniger jetzt in die Welt rausgegangen ist. Und Bombay hat mich damals schon, als ich da ankam zum ersten Mal, das hat mich schon umgehauen. Ja. Also nicht nur das Klima, sondern also auch dieses ganze Leben dort und dieses Chaos, das auf einen erstmal da einstürzte, mal als Deutscher unvorbereitet in diese Welt eintaucht. Das habe ich damals schon erfahren, aber ich glaube, ich habe es damals, ich war so um die 30 und neue Einsteiger in Indien, ich habe es noch nicht begriffen. Also so eine Art Image-Polishing-Agentur, die Deutschland propagiert mit seiner Kultur. Ich glaube, das hätte uns keinen Erfolg gebracht hier in Indien. Weil es ist, glaube ich, schon entscheidend, dass wir uns in unserer Arbeit sehr auf den lokalen Kontext, auf die Fragen, die die Menschen haben, die ihnen unter den Nägeln brennen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir versuchen, das herauszufinden und auch auf die in der Regel total urbane Umgebung uns einlassen und daraus heraus auch dann Kulturprojekte entwickeln unter Einbeziehung der Leute vor Ort. Das gilt generell für das Goethe-Institut. Also wie zum Beispiel 2003, als ich 3 Theaterleute aus Berlin eingeladen habe, und dann entwickelte sich die Idee, dass man mit einem Callcenter hier ein Projekt macht, weil Callcenter in Indien ja mit dem Rest der Welt sich verbinden. Also wenn sie in den USA sind oder in Europa und eine Zugauskunft wollen oder eine Flugauskunft oder auch andere Serviceleistungen, dann merkt sie oft gar nicht, dass wir mit dem Callcenter verbunden sind, das in Indien ist. Also diese Service Line, die ja hier relativ kostengünstig, was die Personalkosten angeht, wirtschaftet, diese Service Line nach Europa oder auch USA oder Australien, das ist ja ein wichtiges zeitgenössisches Phänomen. Das war eben ein interessanter Aspekt, die durch die neuen Technologien entstandene Service Line Indiens für den, nicht den Rest der Welt, aber für die westliche Welt. Das ist ja auch eine Kommunikation, die zwischen Deutschland und Indien passiert zum Beispiel. Und daraus haben die dann ein Mobiltelefontheaterprojekt entwickelt. Das heißt, wir haben dann das Callcenter umgebaut in seinen Inhalten und praktisch trainierte Schauspieler da reingesetzt als Caller, die dann Menschen, entweder in Kalkutta oder dann auch vor allem in Berlin, ferngesteuert über das Mobiltelefon, das die Besucher dann hatten, durch die Stadt geleitet haben oder geführt haben, obwohl sie nie in Berlin waren. Ja. Zum Teil wurde dann auch geflirtet oder gab es dann hinterher noch Kontakte. Also das war eine interessante Form von interkultureller Kommunikation. Das war sehr spannend und am Ende war es dann so, ich glaube in der Nähe vom Potsdamer Platz gibt es eine Unterführung und da gibt es so ein Wobis Superstore mit Fernsehern und Computern. Und dann war der letzte, sozusagen das letzte Kapitel, dass die dann am Ende landen, die dann an dem Schaufenster und dann hatten die so eine Webcam installiert. Und dann haben die nach 1,5 Stunden hat dann der Caller gewunken und seine Identität visuell gezeigt. Ja, und das war dann das Ende des Projekts.
Und man hatte da durch dieses Projekt plötzlich schon mal ein neues Image auch von Kalkutta geschaffen. Also nicht nur Mutter Teresa und Armut und indisches Elend, wie das ja immer so klischeehaft festgehalten wird in den Medien, sondern eine ganz andere Darstellung. Und das, finde ich, war auch ein ganz wichtiger Beitrag von dem Projekt, was diese 12 oder 13 oder 14 Millionen Metropole ja auch auszeichnet, ist, dass sie wahrscheinlich eine der friedlichsten Metropolen der Welt ist, wo es am wenigsten Gewalt gibt. Das ist ja eine Leistung, eine kulturelle Leistung. Die hat mit der bengalischen Kultur und Tradition zu tun. In Delhi ist es ja schon nicht schon ganz anders, auch in Bombay ist schon wieder anders. Ja? Und also man sollte dann eben immer nicht nur über das Negative hier in Kalkutta reden und diese negativen Bilder, die die Stadt so über Jahrzehnte weltweit erlitten hat. Und wenn Sie unser Programm ansehen, sehen Sie auch, dass wir mit unserem Institut und unserem Auditorium immer wieder eine Plattform schaffen für Künstler aus Kalkutta, also zum Beispiel eine Dokumentarfilmplattform für Dokumentarfilme aus Indien oder auch für andere Veranstaltungen. Das, insofern ist unser Goethe-Institut nicht nur ein Treffpunkt für interkulturelle Arbeit, sondern auch, wir fördern auch die lokale kulturelle Szene mit unserer Institution. Dadurch hat unsere Institution auch ganz tiefe Wurzeln in Kalkutta. Die hätte sie sonst nicht, wenn wir immer nur importieren würden und eine Leistungsschau deutscher Kultur hier machen würden, würde das über die Köpfe hinwegrauschen. Da hätten wir keinen Erfolg. Und da finde ich, wenn man so denkt, auch in dieser anderen Richtung, wird der Kulturaustausch ehrlicher. Und das hat dann eben gar nichts mehr damit zu tun, dass man Deutschland im Ausland exportiert oder darstellt oder was auch immer. Es geht, glaube ich, um viel mehr und es muss viel tiefer gehen. Ja? Und das bedeutet halt immer auch, und das ist eben die Stärke vom Goethe-Institut, das Lokale und die lokalen Akteure oder die indischen Akteure ja doch irgendwo gleichberechtigt mit einzubeziehen in das, was wir tun. Nur so kann Kulturdialog funktionieren. Im politischen und ökonomischen gibt es keine Gleichberechtigung. Da gibt es große Ungleichgewichte, die sich natürlich jetzt in Indien in den letzten Jahren auch verschoben haben, aber trotzdem, es ist eine andere Machtstruktur da. Ja? Während im Kulturdialog ist doch eher ein herrschaftsfreier Raum. Das ist eine große Chance vom Kulturdialog, würde ich sagen. Man sieht bestimmte Dinge deutlicher, also von dem Inder oder den Indern zu reden, das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt ganz viele Indien, es gibt immer Individuen und man kann jetzt nicht das immer total verallgemeinern. Das wird den Menschen hier auch nicht gerecht. Dazu ist das Land mit über einer Milliarde Menschen zu groß und zu vielfältig. Was ich sehr problematisch finde und was ich am schmerzhaftesten auch finde, also auch im Vergleich zu europäischer Emanzipation und Freiheit, ist, dass es eben diese Freiheit für viele innerhalb der Familie nicht gibt. Diese Freiheit des Einzelnen wird nicht geschätzt. Sie muss sich den Familieninteressen unterordnen. Das ist eine radikale Differenz zu Europa, die auch nicht in allen Familien praktiziert wird, aber in den meisten. Und da sehe ich zum Beispiel große Schwierigkeiten für Dialog dann auch.
auf einer persönlichen Ebene. In unserer Goethe-Beziehung spielt es ja keine Rolle. Also da sehe ich zum Beispiel, wenn Sie mich jetzt fragen, wo sehe ich denn so aus persönlicher Erfahrung Differenzen oder auch, wo sozusagen der Dialog dann endet, der endet da. Ja. Da biegt sich dann der Spaten zurück. Da können Sie nichts mehr machen. Ja. Das sind andere soziale Hierarchien. Da ist es dann einfach anders. Das ist hart, aber das ist so. Ja. Man kann es ja auch nicht ändern, aber also ich finde, man kann dann auch sagen, ich finde es nicht gut, ja, dass es so ist.